Start der EM-Qualifikation, ein neuer Wettbewerb komplett ohne deutsche Beteiligung, denn die sind ja schon als Ausrichter qualifiziert. Der erste Spieltag, die interessantesten Partien jetzt bei den Wettfreunden. Start der EM-Qualifikation, hier sind die Wettfreunde. Großartig, dass ihr dabei seid und großartig, dass die EM-Qualifikation losgeht. Gibt sie uns doch die Möglichkeit, ja, unsere WM-Deko zu recyceln. Schön sieht's aus. Teilweise. Und, ja, Jan auch in Schale natürlich. Ja, Olli, du natürlich auch. Ja, ein paar Mannschaften sind natürlich dabei auf der Strecke geblieben, vor allem alle außerhalb Europas, aber das hat das Turnier nun mal so an sich. Ja, Deutschland ist ja bereits qualifiziert als Ausrichter. Man höre und staune. Sehr beruhigend. Ja, Gott sei Dank. Nicht, dass wir dann noch straucheln müssten und zittern müssten, wie zuletzt die Italiener, die gleich in der ersten Partie auf England treffen, eine Neuauflage des alten EM-Finales. Das können wir uns doch alle noch sehr gut daran erinnern, wenn das Elfmeterschießen. Eben, den Azurblauen muss man ja schon zugute halten, dass bei der EM haben sich ja wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Überraschender Titel, aber sehr verdient. Ja, dann mit der WM war es natürlich ziemlich ungünstig gelaufen. Jetzt könnte man sagen, ist ja eigentlich ein Selbstläufer, so eine Quali für die EM-Endrunde, ein Fünferfeld. Zwei Mannschaften gehen sicher durch. Ja, okay, England ist natürlich eine Hausnummer. Ja, aber dann ist ja auch Angstgegner Nordmazedonien wieder dabei. Damals, da war ja der Weg zu Ende in Richtung Katar. Außerdem Malta und die Ukraine. Ukraine im Moment natürlich mit ganz anderen Sorgen belastet. Insofern ganz klar, dass hier die ganz klare Favoritenstellung eben bei den Top-Teams Italien und England liegt. Insofern ein schöner Auftakt gleich zu Beginn. Kann man gleich mal schon Wetten abschließen, wer denn dann den Gruppensieg einfahren wird. Der Sieger hat natürlich dann einen ganz dicken Stein im Brett. Und geht's nach den Wettanbietern, da liegen sogar die drei Löwen leicht vorn. Ja, beim Gastspiel mit einer 2,6. Heimsieg für Italien 2,8 und unentschiedene 3,2. Ja, Donnerstagabend. Ne? In Italien spielt England, da kann man getrost eigentlich immer wieder auf ein Unentschieden wetten, mit Toren vielleicht oder ohne Tore. Da liegt man meistens sehr richtig, wenn man denkt, dass diese Partie keinen Sieger hat. Ja, England auch noch leicht geschwächt. Rashford wird nicht dabei sein. Aber Italien, ja, zu Hause wird ein bisschen angerührt und wird den drei Löwen da schon mal 2 Punkte abgenommen. Ich sehe aber die Engländer auch vorne in dieser Gruppe. Auf jeden Fall haben es die Italiener zuletzt ja gar nicht so schlecht gemacht, gegen England speziell. Einmal eben natürlich diese nicht ganz unwichtige Sieg im Elfmeterschießen im EM-Finale. Danach haben sie sich ja noch zweimal in der Nations League belauert, muss man sagen, wenn man sich die Resultate anguckt. In Italien damals ein knapper 1:0 Erfolg, in England dann torlos zu Ende gegangen. Das war ja die Nations League, die noch nicht zu Ende ist. Italien demnächst im Halbfinale dann im Sommer. Haben sie dann nochmal eine kontinentale Titelchance. Das scheint ihnen ja ungleich stärker zu liegen. England abgestiegen, das war ja nun überhaupt nicht ihr Turnier. Da dachte man schon, was wird denn das jetzt für eine WM? Ja, aber da haben sie ja ihre Haut dann doch relativ teuer zum Markte getragen. Doch etwas unglücklich oder überflüssig oder unverdient, wie auch immer man, welches Wort man wählen möchte, im Viertelfinale gegen Frankreich ausgeschieden. Eine sehr enge Kiste damals und nicht wenige hatten die Engländer da mindestens auf Augenhöhe gesehen, nicht sogar stärker. Ja, aber ja, die Franzosen sind eben in solchen Sachen dann teilweise doch etwas besser. In Katar waren sie es auf jeden Fall, zumindest bis zum Finale. Ja. Und England jetzt immer noch titelhungrig, immer noch mit einer Mannschaft, die eigentlich mal was gewinnen müsste. Und insofern spricht natürlich einiges dafür, dass sie da erstmal versuchen, gleich mal sich an die Spitze zu setzen in der Quali-Gruppe. Starke Abwehr haben beide Teams, unter 2,5 Tore, bringt deswegen auch nur eine 1,65. Bei der WM England 3 der 5 Partien ohne Gegentreffer absolviert. Italien ja traditionell, wenn sie nicht gerade Freundschaftsspiele in Österreich absolvieren und dort 0:2 verlieren, auch mit einer sehr starken Abwehr. Das war ja auch ein Fund, mit dem sie bei der EM gewuchert hatten. Insofern gehe ich hier wirklich von einer torarmen Sache aus und könnte mir vorstellen, 0:0 oder 1:1, das wäre hier meine Prognose. Könnte nicht mal sagen, Remis mit Toren. Ja, dafür liegt das 0:0 fast zu sehr auf der Hand, aber wenig Tore und eine Punkteteilung, Quote 3,2. Ja, schön. Würde ich eigentlich auch mitgehen. Da müssen sich beide Teams erstmal ein bisschen belauern. Und ja, die italienische Liga ist ja auch nicht ganz so spannend wie die englische momentan. Zieht ja Neapel einsame Kreise. Ja. Mal gucken, wie sich Vincent Grifo aus Freiburg darschlägt. Das würde mich mal interessieren. Der ist ja gerade auch wieder ganz gut in Form. Ja. Nächste Partie ist dann Bosnien gegen Island, hast du ausgesucht. Ja, die Isländer, die uns vor ein paar Jahren auch schon mal mit ordentlich Hu und Hui bei einem Turnier erfreut haben, müssen jetzt das isländische Schloss gefällt. Auf den Balkan reisen. Da kann ich immer meinen Lieblingswitz machen. Bosnien mit mehr Ballbesitz. Das werden wir mal sehen, wie das ausgeht.
klare Sache aus Sicht der Wettanbieter mit einer 1,85, für die Gastgeber unentschieden 3,6, 4,1 sollten die Skandinavier da einen vollen Dreier entführen. Mhm. Aber seien wir mal ehrlich, ja, ich habe es auch deswegen ausgesucht, weil es einerseits natürlich eine enge Partie ist, wenn man sich die Weltrangliste anguckt, empfängt Platz 57, Platz 63. Ja, also da passt ja quasi kein Löschblatt dazwischen. Ja, und trotzdem scheint das Leistungsgefälle eben so groß zu sein, dass man doch relativ klare Prognosen abgeben kann zu immer noch okayen Quoten. Mhm. Und ja, für Island spricht eben im Moment nicht so besonders viel. Ja. Was sie Bosnien voraus haben, ist eben eine EM-Teilnahme, nämlich 2016. Also damals ja sogar die Engländer über die Klinge springen lassen haben und bis ins Viertelfinale sind. Und ja, Bosnien scheitert ja traditionell eigentlich mal in den Playoffs. Ja, und haben sie zuletzt dreimal in Folge geschafft. Eigentlich wurden die Herausforderungen immer kleiner. Ja, es ging ja los mit Portugal, dann Irland. Jetzt zuletzt bei der letzten EM im Elfmeterschießen gegen Nordirland auch noch gescheitert. Mhm. Da wäre es jetzt eigentlich konsequent, wenn es jetzt gegen ja, Slowakei, Liechtenstein oder Luxemburg zu Ende ginge. Auf Fall. Eigentlich vom Kader her kann man sich das nicht vorstellen. Ja, das ist eigentlich schon enttäuschend, was sie aus ihren doch guten personellen Möglichkeiten in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, dann fehlt es immer Nervenstärke in entscheidenden Momenten. Aber ja, bin relativ sicher und zuversichtlich, dass auch wenn Portugal natürlich der Größte in dieser Gruppe ist und da wahrscheinlich als Gruppensieger durchgeht, wenn auch beileibe nicht verlustpunktfrei, dass Bosnien dann die erste Wahl ist auf Rang 2. Zumindest sehen es auch die Wettanbieter so. Ja, geht es um den Gruppensieg. Portugal natürlich allein auf weiter Flur. Dann kommt eben Bosnien mit einer 9 und die Slowakei dann der drittärgste Verfolger mit einer 11. Das heißt, da spielt Island auch schon keine Rolle. Ja, und warum nicht? Ja, sie gewinnen eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Anno 2022 14 Spiele gemacht, nur zweimal gewonnen. Okay, immerhin 8-mal unentschieden, davon alle 4 Partien in der Nations League, ja, aber eben auch 4-mal verloren und teilweise richtig übel. 0-5 Spanien, 1-5 Südkorea, ja, alles, was ein bisschen besser ist. Ja, das endet dann nicht so gut. Ja, ein bisschen besser wird auch Bosnien sein. Davon gehe ich schon aus. Vielleicht gelingt den Isländern aber mal ein Tor. Ich sage hier, sich Bosnien beide Teams treffen. Das kann ich mir vorstellen. 2-1, 3-1. Es wird kein 5-1 werden, aber das werden die. Ja, das gibt dann schon eine bombige Quote. Der Bosnien-Sieg ja an sich nicht so mit einer 1,85. Ja, aber beide Treffen bringt tatsächlich mehr als den doppelten Wetteinsatz, eine 2,05. Über 2,5 Tore sogar eine 2,15. Mhm. Das heißt, die Buchmacher erwarten da quasi gar nichts. Ja, außer ein müdes 1-0 vielleicht. Ja, aber ja, da bist du schon, näherst du dich schon fast der 3 an, ja, mit dem Tipp. Und ich würde auf dem Handicap für Bosnien gehen. Mhm. Handicap minus 1, ja, gehe ich auch in Richtung 3. Erreiche es nicht ganz, aber nähere mich verdächtig an. Und denke doch, wenn alles ja, halbwegs normal läuft, müssten die Isländer doch so souverän zu besiegen sein, dass am Ende ein souveräner Vorsprung rumkommt. Ja, so souverän tippen wir dann auch. Meistens, ich sag beide Teams treffen, du sagst minus 1 mit Handicap. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie du die Partie Frankreich-Niederlande sehen wirst. Das ist ja ein echtes Highlight in diesem, naja, Vorbereitungsturnier, wollen wir es mal so nennen. Ja, Frankreich, der WM-Finalist und gegen die Niederlande, die ja den Argentiniern da sehr lange doch ordentlich auf die Füße getreten sind. Man denkt, man baut Wout-Weghorst, zwei Tore da noch kurz vor knapp. Das war ja schon eine Leistung, die Van Gaal da nochmal auf den Platz gestellt hat. Ja, ja, Frankreich gegen die Niederlande in Frankreich. Ne? Klare Sache für die Franzosen oder ist Oranje da mit leichten Außenseiterchancen? Durchaus realistischen Außenseiterchancen mit einer glatten 4 für einen Auswärtssieg. Unentschieden 3,5. Ein Heimsieg der Equipe Tricolore bringt eine 1,9. Immerhin. Ja, eine angemessene Favoritenstellung, würde ich sagen, sind ja, ja Leidensgenossen. Ja, kamen ja beide bei der WM gegen Argentinien nur bis zum Elfmeterpunkt. Hm. Wenn auch in verschiedenen Turnierphasen. Aber ja, da war Frankreich vielleicht einfach im günstigeren Turnierbaum gelandet. Das kann man nicht sagen. Jetzt kann man immerhin mit etwas Fantasie sagen, dass sie sowas wie die Todesgruppe erwischt haben in der Quali. Ja. Ist ja überall so, dass doch die Favoritenstellungen so mega deutlich sind, dass man sich dann nicht vorstellen kann, dass da so ganz viel passiert. Hier gibt es immerhin noch mehr Mannschaften, die auch gerne dabei wären, ja, und die in anderen Gruppen es auch schaffen würden, ja, eben Griechenland oder Irland, Gibraltar wahrscheinlich weniger, ja, aber ja, das sind schon Gegner, gegen die man auch mal, wenn sie geschickt Mauern, einen Punkt lassen könnten. Ja, Griechenland ja auswärts auch immer mal für eine Überraschung gut. Ja. Und, insofern glaube ich natürlich, oder kann ich mir nicht vorstellen, dass am Ende eines der beiden Top-Teams hier das Turnier verpasst, ja, aber es ist doch durchaus mit Fußball zu rechnen, bestenfalls, ja, ja, im einen oder anderen Spiel und so hier natürlich ganz besonders. Ja, klar. Ja, vor allen Dingen auch mit sehr deutschlastiger Note. Frankreich hat ja 6 Bundesliga-Legionäre gleich
beordert nach Paris, ja, also vor allem den Bayern-Block, mhm. Upamecano, Pavard, Coman, Diaby, Kolo Muani, ja, der künftige England-Milliardär wahrscheinlich. Ja. Thuram ist auch noch dabei. Und bei den Niederländern als großer Neuzugang oder Comebacker, ja, also Niederlande recycelt ja ihre Trainer immer, ja, nachdem jetzt Van Gaal, glaube ich, das seine dritte Amtszeit geendet hat. Mhm. Ist jetzt Ronald Koeman zum zweiten Mal da. Koeman gegen Coman. Ja. Trivia. Sehr spannend. Gegen den King. Mal gucken, ob es Coman dann überhaupt bis zur Endrunde aushält. Ja, beim ersten Mal ist er ja gerade noch so knappe 2 Jahre da gewesen, bis ihn dann der Ruf der Blaugrana ereilt hat. Ja, mal schauen, ob sich jetzt diesmal was Besseres findet. Er hat sich geläutert gezeigt, will seine Amtszeit beenden. Mhm. Insofern bin ich erstmal zuversichtlich, dass er die 90 Minuten in Paris oder in Saint-Denis ordnungsgemäß abreißt. Dass er nicht in der Halbzeit gefeuert wird. Und Frankreich hat so eine schlechte Nations League gespielt, ja, oder so ausbaufähig, ja, und gerade die Heimspieler, ja, die waren ja so präsig und selbst verliebt, ja, an der Grenze zur Arroganz, während die Niederländer doch da richtig Bock hatten, ja, bin ich sehr gespannt, ja, ob sich das fortsetzt, sehe ich sehr gute Chancen für die Holländer, doppelte Chance x2, würde ich auf jeden Fall in Erwägung ziehen, ja, und bin auch gespannt auf die taktische Ausrichtung, ja, Van Gaal hat sich ja nicht so viele Freunde gemacht mit seiner Fünferkette, die er da konsequent hat spielen lassen. Wo hat Van Gaal sich viele Freunde gemacht? Ja, doch, ich fand den immer ganz, ja, ich auch, fand den super. Wir müssen ja auch nie mit ihm zusammenarbeiten. Ja, das stimmt, also das hätte ich jetzt nicht, das hätte ich nicht vorhin. Kleine Kabine. Ja, aber so aus der Ferne ihn zu beobachten, das war sehr gut. Ja, und jetzt geht's mit 4-3-3 weiter. Ja, also, so gehört sich das. So gehört sich's, ja. Vielleicht ein bisschen mehr Football total. Und ich gehe hier volles Risiko und würde doppelte Chance x2 halt wählen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, gehe ich hier auf den Auswärtssieg. Oh. Ja, also wenn ich mich erinnere, wie sie damals die Belgier zum Beispiel zerlegt haben. Gut, bei der WM, das kann man nicht für bare Münze nehmen. Das war einfach so schaumgebremst alles. Mhm. Ja, da haben sie sich nicht viel zu Schulden kommen lassen, aber wäre natürlich sehr viel schönerer Fußball möglich gewesen. Ja, das wäre schönerer Fußball möglich gewesen. Das ist ein Satz, den höre ich oft in letzter Zeit. Allerdings, vielleicht schießen sich ja auch die leicht frustrierten Bayern-Legionäre da bei den Franzosen mal ein bisschen Frust von der Seele. Ja, haben ja da noch ein bisschen was gut zu machen. Dann auch demnächst mal gucken, wie hoch der Verschleiß da sein wird. Bin ich auch persönlich auch sehr gespannt. Aber ich denke, das werden die Franzosen machen. Die werden zu Hause die Niederländer schon wegmachen. Irgendwie. Und eine 1,9, da reicht mir vielleicht sogar die einfache Siegquote. Vielleicht noch aufpippen, beide treffen. Aber das müsst ihr euch selber mal anschauen. Ja, Belgien hattest du erwähnt, ne? Ja, Belgien muss nach Schweden reisen. Das ist auch schön. Da ist Zlatan Ibrahimovic wieder dabei. Er ist wieder da. Da freue ich mich persönlich sehr drüber. Da kann wieder ordentlich slatanisiert werden und da werden sich die Belgier warm anziehen müssen, denn auswärts in Schweden ist nicht immer ganz so einfach, haben ja auch die Spanier schon mal leidlich erfahren kürzlich. Ja, siehst du, rechnest du denn da den roten Teufeln da mehr Chancen aus als der roten Furie? Na, eigentlich ganz ungeschönt, muss man ja sagen. Es ist ja das Duell zweier Nationen, die im Niedergang begriffen sind. Belgien jetzt nach der WM, also das war ja nun wirklich das Ende der goldene Generation, kann man das so sagen, ja. Oder zumindest der Silbermann, ja, zumindest der ewige Geheimfavorit ist jetzt ja wirklich auf dem Hosenboden gelandet. Ja, gab ja vorher schon enttäuschende Abschneiden bei Turnieren, aber dass jetzt nicht mal die Vorrunde überstehen, das erwartet man ja sonst allenfalls von vierfachen Weltmeistern. Ja, die sind zum Glück gar nicht dabei gerade. Ja, genauso unnötig im Nachhinein eigentlich auch wie bei der deutschen Mannschaft, ja, weil sie ja eben gegen den späteren Halbfinalisten Kroatien alles problemlos noch hätten biegen können. Ja, aber Lukaku hatte da so einen schwarzen Tag drin. Und dann haben sie eben in den 3 Vorrundenspielen zusammen nur ein Tor geschossen. Das hat nicht ganz gereicht, ja, aber neuer Anlauf vielleicht dann bei der EM. Auch eine schöne Gruppe eigentlich, ja, weil Österreich noch mitmischt. Ach, da freut man sich immer, wenn die mitmischen. Geht man natürlich davon aus, dass die sich mit den Schweden duellieren, dann um den zweiten Platz hinter Belgien. Estland und Aserbaidschan als Füllstoff gewissermaßen und Belgien schon in Schweden deutlich favorisiert mit einer 2,15, Unentschieden 3,4, Heimsieg 3,3 und es ist eben nicht das allerbeste Zeichen, ja, wenn so ein 41-jähriger Profi, Vollprofi, Fußballer, als großer Hoffnungsträger dann zurückkehrt, ja, nachdem er ein Jahr, also war ja natürlich auch verletzt und pipapo, ja, aber nachdem sie eben die Playoffs damals in den Sand gesetzt hatten, dachte man ja, das war's jetzt für Zlatan in der Nationalmannschaft, hat man ja schon öfter gedacht. Aber jetzt ist er wieder da und sie brauchen ihn ja sogar. Ja? Also Schweden ist jetzt sogar aus der B-Liga abgestiegen in die C-Liga. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ja? Also okay, aus der A-Liga kann man mal absteigen. Ja? Das haben jetzt die Österreicher ja erfahren. Und
sogar die Engländer. Ja, aber wenn man dann eben hinter Serbien, Norwegen und Slowenien ins Ziel kommt, ja, mit 4 Punkten aus 6 Spielen, das ist jetzt nicht so richtig feierlich. Ja, und ja, müssen wir mal ein bisschen straffen für diesen Wettbewerb. Da zweifle ich jetzt auch diese Heimstärke an, ja, die es in der Tat gab. Ja. Also sicher, sie hatten da die Spanier besiegt in der letzten Quali, aber ja, ich könnte mir vorstellen, dass es selbst gegen eine Mannschaft knapp wird, die jetzt von Domenico Tedesco trainiert wird, den man überhaupt nicht behalten kann. Moment, ich habe nichts persönlich gegen ihn. Ja, ich halte ihn nur nicht. Du hältst keine großen Stücke. Ich halte ihn nicht für den guten Trainer, zu dem er immer gemacht wird. Aber wahrscheinlich wird er im ersten Jahr bei den Belgiern noch ganz gut funktionieren und das sollte auch für einen belgischen Auswärtssieg in Schweden reichen, meiner Meinung nach. Und ja, Zlatans Nimbus wird die Belgier da nicht alleine wegmachen können. Ja, erstmal als erste Amtshandlung hat ja der Tedesco Witzel ausgemustert. Ja, einige haben ja von sich aus ihre Karrieren beendet nach der WM. Zum Beispiel Eden Hazard, um jetzt nur einen zu nennen, aber ich denke auch, dass Schweden im Moment nicht die ganz große Messlatte ist. Ja, also für Österreich vielleicht schon. Ja, das wären wirklich interessante Duelle auf Augenhöhe. Belgien dann doch eine Nummer zu. Ja, die haben einfach immer noch zu starke Individualisten die werden es dann reißen. Und die Schweden schätze ich jetzt auch nicht stark genug ein, um da eben diese Defensivprobleme, die es ja bei den Belgiern nun definitiv gibt, auszunutzen. Und da gehe ich hier doch auf den Sieg der Belgier. Ja, und da sie ja gefrustet sind und was wieder gut machen wollen und die Quote so schon sehr schön ist, würde ich auch hier ein Handicap minus 1 mal nehmen. Ja, und bin dann so bei einer 3,5, 3,6 ungefähr. Jo. Und würde versuchen, hier mal etwas abzuräumen. Okay, schön. Nö, ich gebe mich damit im einfachen Auswärtssieg zufrieden. Haben wir zum Abschluss noch die Partie Kroatien gegen Wales. Ja, Olli, erzähl's mir, wie geht's Luka Modric und Gareth Bale? Sind sie noch dabei oder sind sie nicht mehr am Start? Gareth Bale hat ja seine Karriere beendet, seine Nationalmannschaftskarriere, sofern er nicht den Zlatan macht, womit ja spätestens zu rechnen ist, wenn sie dann die Qualifikation erfolgreich beendet haben. Irgendjemand muss ja dann in Deutschland die Tore schießen. Modric, der wird wohl noch eine ganze Weile weitermachen. Unvorstellbar, dass er irgendwann nicht mehr für Kroatien kickt, ja, unverdrossen und immer noch ja ein Spieler, der quasi unverzichtbar ist und den Unterschied ausmacht. Ja. Ja, und den Kroaten natürlich auch in der Gruppe D eine perfekte Ausgangsposition für den Gruppensieg verpasst. Ja, Wales ja schon fast der stärkste Gegner. Entschuldigung, muss man da fast sagen, ja, die Türkei ist ja auch dabei. Ja, bei der Euro haben sie sich ja duelliert und damals ja nicht mit dem besseren Ende für die Türkei, ja, die ja eine ganze Menge gut zu machen hat, die aber natürlich auch natürlich berechtigte Ansprüche da auf die direkte Teilnahme hat. Armenien und Lettland ergänzen das Ganze noch. Armenien? Ja, mehr ist ein Mini-Stolperstein. Ja, da kann schon das eine oder andere Team mal Punkte lassen. Aber ja, bei Kroatien-Wales geht es dann doch klar Richtung Karierte mit einer 1,6. Unentschieden 4,0. Auswärtsquote für die Dragon Hearts mit 5,2. Doch ziemlich deutliche Außenseiter. Und sie sind ja auch auswärts jetzt nicht so mega stark. Ja, also zu Hause hat es ja auch Grenzen, die Herrlichkeit. Ja, auch wenn sie es jetzt geschafft hatten, zur WM zu fahren. Dort weniger gerissen, als ich ihnen zugetraut hatte. Ja, ich denke, also manchmal ist auch die WM-Quali so ein bisschen einfacher als die EM-Quali, habe ich den Eindruck. Also diese Europameisterschaft ist schon ein sehr harter Wettbewerb. Ja, besonders damals mit den 8 Teilnehmern. Ja. Aber jetzt, wo ja wirklich jeder hin darf. Naja, mal gucken. Ja. Ich weiß nicht, ob Wales mit darf. Ich denke, Kroatien wird das Spiel gewinnen, beide Teams treffen. Ja, also ich glaube, man kann sagen, wer sich nicht qualifiziert, der hat es auch nicht verdient. Ja, also. Gott sei Dank sind die Deutschen schon dabei. Verdient. auf jeden Fall Wales noch ohne jeden Sieg in der sehr überschaubaren direkten Duellbilanz. Ja, 6-mal sind sie aufeinander getroffen, 4 Siege Kroatien, 2-mal eine Punkteteilung. Ja, in 4 dieser Duellen fielen exakt 2 Tore, ja, wahlweise ein 1:1 oder eben ein 2:0 für Kroatien. 2-mal fielen exakt 3 Tore, das waren dann 2 2:1-Siege, auch für Kroatien. Und zuletzt in der EM-Quali sich begegnet, ja, und da waren eben auch diese Klassiker-Ergebnisse dabei. In Wales 1:1, in Kroatien ein knappes 2:1 für die Karierten, die diesmal doch ein bisschen mehr noch favorisiert sind als jetzt für so eine knappe Kiste. Ja, Wales kann natürlich gut verteidigen, ja, es macht nicht so viel Spaß, gegen die zu spielen. Und wie sich auch eben bei der WM gezeigt hat, Kroatien schießt jetzt nicht alles in Grund und Boden. Ja, die tun sich dann eben auch bisweilen schwer, dann das Spiel zu machen und ja, gegen eine dicht gestaffelte, klug verteidigende Mannschaft da die Räume aufzutun. Insofern doppelte Chance x2, 2,05 für die Waliser könnte man durchaus mal sich durch den Kopf gehen lassen. Andererseits halte ich unentschieden eigentlich für das Maximalergebnis, was die Gäste da mitnehmen können. Ja, und
unterm Strich geht es doch Richtung Tor einem Heimsieg. Ja, sind die Wettanbieter auch so. Über 2,5 Tore bringt auch hier eine 2,05. Ja, mehr als eine Verdopplung. Beide treffen sogar eine 2,1. Scheint relativ abwegig zu sein. Ja, also unterm Strich kommt man zu Kroatien zu 0 und das brächte so eine 2,0 ungefähr. Immerhin, ich sag trotzdem beide treffen. Ja, da brauchst du gar nichts anderes mehr, um meine Quote locker zu toppen. Ja, und jetzt sind wir natürlich gespannt, was ihr sagt. Ja, wir haben jetzt nach persönlichen Geschmäckern, aber auch nach interessanten Quoten und natürlich nach qualitativen Standards jetzt hier mal diese 5 Partien uns herausgepickt. Ja, sind gespannt, worauf ihr euch besonders freut, ja, was ihr alternativ dazu vielleicht noch für Wettideen habt. Wir haben jetzt nicht mal immer die höchsten Quoten genommen, sondern eben wirklich die spannendsten, interessantesten Partien, auf die wir uns freuen. Fußball soll ja irgendwie auch Spaß machen, ja, neben allem anderen. Und dieser Devise sind wir hier mal gefolgt. Ja, Spieltag 2, ja, Samstag geht's los, oder zumindest erscheint unser Video. Da geht's dann doch ein bisschen mehr in Richtung Quoten, ja, zumindest bei mir. Da habe ich doch auch so ein paar kleinere Spiele, vermeintlich kleinere Spiele rausgesucht, wo es dann eben, deutlichere Ergebnisse geben könnte, wenn alles so zutrifft, wie ich mir das denke. Also schaltet ein, lasst es euch nicht entgehen und genießt erstmal den glorreichen Auftakt, erster Spieltag. Alles liegt als gemähte Wiese vor einem, ja, besser geht's ja nicht. Genießt das rollende Leder.